1 auf 20. Wie viele Stammeltränke hast du jetzt? Das sah nämlich gerade sehr komisch aus, was da passiert ist. Da sind die 4 Achter. Hat er wohl alle auf einmal gemacht. Gut, gut. Da frage ich nicht. Du machst das schon, Markus. Ich schnapp dir mal die Pilze hier. So, und dann suchen wir die restlichen Banditen. Das kommt noch mit. Komm mit. Du kommst auf jeden Fall mit. So. Hier kamen welche her. Hm? Die gehen mal so halb langsam in die Richtung. Ganz langsam schleichen. Will ich nicht unbedingt. Das dauert viel zu lange. Und das sind ja auch nur Banditen, ne? Jetzt da hoch? Nein. Jetzt hier hoch? So halb, ja. Irgendwo haut jemand auf Stein. Oder Erz wahrscheinlich eher. Hm? Okay, jetzt ruhig mal ein bisschen langsamer. Da ist ein Wasserfall. Da. Oh, das ist ein gepanzerter. Es war ein gepanzerter. Was? Immer wieder die Orks. Ja. Ich weiß schon, was ich gegen euch habe. Elfische Axt. Da kommen die immer mit. So. Achso, und die Stahlschuhe und Handschuhe nehme ich auch mal mit zum Einschmelzen, um daraus Stahlpfeile zu machen. Weil ich hätte schon ganz... Weil ich hätte schon ganz gerne einen ordentlichen Vorrat an Pfeilen, die nicht so teuer sind. Für halt Kleinkram wie Wölfe und dergleichen. Noch mehr Moonstone. Du hattest doch bestimmt auch eine Pickaxe, oder? Und hast mit bloßen Händen das Ding hier eingeschlagen. Ja, brauche ich eine Pickaxe für. Yeah. Okay, knack das mal auf. So, Gold. Sehr schön. Dafür hatte ich das Erz übrigens auch am Anfang gehalten. Aber ist es leider nicht. Moonstone ist allerdings auch gut. Daraus müssten wir die elfischen Pfeile machen können später. Und da ist eine Picke. Sieht zwar ein bisschen alt aus, aber die wird schon tun. Die muss hier nur so lange durchhalten, bis wir das abgebaut haben. Was jetzt ein wenig dauert, aber das ist vollkommen egal. Auch wenn Markus nasse Füße kriegt. Es ist ja einigermaßen warm hier drin. Warum auch immer. Vielleicht irgendeine heiße Quelle oder so. Drei Stück, oder? Ich gucke. 6 Stück. Oh, das ist ergiebig. Das sollte dann ein Barren sein, richtig? Ich glaube, 5 Stück Erz waren ein Barren. Also ja, ein Barren und ein kleiner Rest haben wir dann. Wird dann alles gleich schön bei Ellis Satteltaschen verstaut. Und dann schauen wir uns hier in den Gegend mal genauer um. Weil wenn hier Moonstone-Erz ist, dann ist es naheliegend, dass auch an anderen Orten hier in dem Gebirge Moonstone-Erz ist. Also gerade jetzt Höhlen sollten wir dann näher anschauen. Also mit Ausnahme jetzt dieser einen Magierhöhle. Das ist natürlich nicht so gut. So, da kommt Markus nicht hoch, nee. Weil im Klettern ist er nicht so wirklich gut. So ein Kletterhaken oder sowas benutzen ist ein wenig zu schwer für ihn anscheinend. Was schade ist, aber lässt sich nicht ändern. Und Abzweigung gab es hier, glaube ich, keine. Jo, Goodie. Eine kleine Höhle. Voller Banditen gesäubert. Eine Sache, die die Legion hätte schon vor Tagen machen müssen, wahrscheinlich. Aber die sind zu sehr auf die Stormcloaks fixiert. Keine Zeit für die Belange des einfachen Bürgers, hm? Weil ich denke, so ein Farmer hat mehr davon, wenn Banditenhöhlen ausgeräuchert werden, als wenn die Imperialen die Stormcloaks in die Köpfe einschlagen. Ja, sonst ist hier nichts. Okay, raus. Und mal gucken, ob Ellie schon zwangsrekrutiert wurde.
stand da oben ja doch recht lange rum. Oh, hier draußen ist wieder kalt. Ja, super, jetzt ist es... Oh, wo bist du hin? Bei Markus ist es noch nass von drinnen. Das ist nicht so... praktisch. Noch einer? Ne, okay. Da. Inkompetent. Allesamt inkompetent. Das gesamte Lager ist auf einem Banditenlager aufgebaut quasi. Sie bekommen es nicht mit. Und vor deren Haustür, vor deren Wache, laufen Wölfe hin und her und bedrohen die hiesige Bevölkerung. Und keiner macht was. Ne, 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 ne. Weg hier. Bei den Bergfolgen. Auch wenn ich langsam absolut keine Ahnung mehr habe, wo ich bin. Aber da ist die nächste Ruine, wo man reingucken könnte. Ist ja alles gut. Solange wir Dinge zum Töten haben, ist Max glücklich. Ja, Entschuldigung, Ellie, dass ich so nah an dir vorbeigeschossen habe. Auseinandernehmen, wir haben es gerade Mittag. Ach ja, komm. Können wir ein bisschen was an Ingredienzien hier rausholen. So. Mhm. Ich habe gerade Bienensummen gehört. Ich hoffe, das war nur eine Biene und nicht schon wieder eine Spriggan. Bienenkorb? Ich glaube, ein Bienenkorb. Das heißt, wir könnten da Honigfarben, Honig und das andere Zeug rausholen, wenn ich das Ding denn finde. Bist du auch Moonstone? Nein, du bist Eisen. Du bist Bäh. Bienennest? Auf den ersten Blick so nicht zu erkennen. Nö. Du Search. Da. Gib Ellie bitte alles an Kräutern in die extra Kräutertasche. So, dann das Gold, die Knochen, das Erz. Eine komische Wolfsklaue. Und die Leier. Die Leier mag er nicht ablegen. Das ist okay. Signorieren wir mal gekonnt. Gewicht sieht jetzt nicht so toll aus, aber es wird an der Stahlrüstung liegen. Die kann auch mal verstaut werden. So. Und die Picke. Gut. Nimm, 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 nimm. Da. Da wollte ich eigentlich hoch. Zu dem Turm da. Weil Türme sind fast immer Banditen, gefühlt zumindest. So. Oder was haben wir für ein Feuer? Ah, die Gegend ist super. Überall laufen noch Wölfe rum, die man ganz schnell weghauen kann. Da sind da Banditen. So ein bisschen was Anspruchsvolleres dabei. Die Magier zum Beispiel. Warum sind da Banditen in... Seid ihr Jäger? Du willst offensichtlich nicht, dass wir näher rankommen. Das ist verdächtig. Hallo der Herr, was ist das hier? Okay. Wenn du uns angreifst, greifen wir dich an. Zack. Also keine richtigen Banditen. Richtiger Bandit wäre sofort auf Markus losgegangen. Hatten wir nicht irgendwas auf so einem Schmierzettel mal gelesen über Wölfe, die irgendwo trainiert werden? Ja, ich glaube sogar schon zweimal. Mit. Und ihr seid wirklich Wölfe, ne? Ja, warte. Können wir da durchschießen? Vermutlich nicht. Aber die müssen leider sterben. Weil sobald sie rauskommen, würden sie irgendjemand anfallen.
ist hier in Skyrim nicht so wie anderen Orten, wo Wölfe nicht wirklich gefährlich sind. Hier haben wir bisher keinen einzigen gesehen, der nicht sofort sabbernd auf uns losgegangen ist. Ist fast so, als wenn die alle Tollwut hätten. Okay, und hier drin werden wahrscheinlich noch viel mehr davon sein. Also mehr von diesen möchtegern Banditen und Wölfen. Das heißt, ich hole mal kurz... Wo hatten wir Ellie? Ellie war unten, ne? Okay, 5. Ellie mal hierher. 5. Ellie mal hierher. Und dann räumen wir das Ding ja noch auf. Und danach... Also ich gehe davon aus, dass es nicht so schwierig sein wird, weil es sind halt nur Wölfe und ein paar banditenartige Leute. Wenn das dann alles soweit ganz gut läuft... Was ist das denn? Achso, das ist die Zwergenruine, wo wir nicht reinkamen, richtig? Die Dächer sehen ein bisschen komisch aus, aber ja, ich glaube, es ist die Zwergenruine. Gut. Danach sollte ich mich ein wenig orientieren, damit ich später weiß, wie ich nach Hause komme. Das da sieht nach der East Marsh aus. Das heißt, da in der Nähe müsste der Elder Gleam sein. Das heißt, in der Richtung irgendwo dann die Zwillingstür mit den Banditen. Wer bist du da hinten? Achso, du bist einer von den inkompetenten Imperialen, die ganzen Wölfe und Banditen nicht sehen. Das ist übrigens die zweite Banditenfestung hier, die genau in eurer Nähe ist. Es ist schon fast so, als hätten die Befehle nur ihre Ressourcen darauf einzusetzen, die Stormcloaks zu töten und nicht hier für Recht und Ordnung zu sorgen. Wie Markus das immer schön macht. Okay, er macht es nur indirekt des Rechts- und Ordnungshaltens wegen, sondern eher, weil es ihm Spaß macht. Und weil es eine gute Zeitbeschäftigung ist. Ganz zu schweigen von tierisch profitabel. Aber wenigstens macht er es. Gut. Einmal noch kurz hier oben rum. Einfach nur, um zu schauen, ob hier vielleicht noch irgendjemand im Hinterhalt liegt. Und um ein paar Kräuter zu sammeln. So. Ich höre ganz schwach ihn hämmern. Aber es könnte noch von ganz da hinten kommen. Von dem Lager. Weil wegen den ganzen Bergen tragen hier die Geräusche recht weit. Und echoen auch weiter. Das ist genauso wie die Feuerbälle. Die hört man ja wirklich kilometerweit hier. Wenn sie in irgendeinem Tal gesprochen werden. Was ist das da oben? Hier ist echt an jeder verdammten Ecke irgendwas. Das sieht nach einem Pass aus. Wo führt das da hin? Also einmal ist da Erz und das könnte sogar glatt Moonstone sein. Dann könnte das... mitbekommen. Jo. Zack. So. Also es könnte Moonstone sein. Allerdings habe ich die Picke gerade weggepackt. Also Banditen ausräuchern, wenn Banditen ausgeräuchert worden sind, was hoffentlich nicht allzu schwer ist und profitabel, dann nicht orientieren. Dann gucken, was zur Hölle das da hinten ist. Und danach orientieren. Es ist ja gerade erst Mittag. Das sollte alles noch okay sein und so. Außerdem ist es gerade schön für Markus, dass er ein paar Gegner hat, die auch problematisch zu erledigen sind. Weil bei den Magiern ist es immer so eine Sache. Da muss er mal darum bangen, dass er mit ein, zwei Feuerbällen erwischt wird. Ist zwar sehr spannend, auch für ihn, weil er halbwegs weiß, dass er nicht ganz sterben kann. Was das Ganze schon mal ein bisschen entschärft, aber... Ne? Ist dennoch nicht schön, niedergeschlagen zu werden und alle seine Sachen zu verlieren. Aber hier weiß er, solange er nicht allzu große Fehler macht, müsste es okay sein. Jetzt Schwert in die Hand, nur für den Fall, dass am Eingang gleich jemand lauert. Und dann geht's zum Banditen töten. Also rein.